Nu hier wie in je schecht, dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan. We leven in een tijd waar er veel gered wordt van dat de Heiland bald wordt waterkomen en waar de mensheid zich reit merkt of niet reit merkt, wordt zo veel van gered. En deze geschicht, dat we in de früh, die woont in een stad, alleen in een huis, dat we een zeer goud meinen de früh. De früh, die kwam alles na, die leidt nog hängen, die had endlich alles am Arracht getroffen. Nu kreeg ze met eenmaal te hören, dat de himmlische Brigam, die wil komen, ganz bijna karten. En die wil durch ihre Stadt durchkommen. Noch kraglein die Gaus, wo Hüs anstund. Und oh, sie freut sich dort. Und dann kriegt sie noch mit einmal zu hören, die wird bei ihr anhaulen. Und dann verfiert sie sich ein bisschen. Da hat sie endlich nicht abgerechnet. Aber er wird gefragt, was die Reit sind und wann die kennt. Und sie sagt, ich will proben. Und so was die Tiding erst haut, dann fängt sie an Reit zu merken. Dann ging sie an ihre hängerste Stube und rinnt alles ut und mögt dort rein und sagt dort trägt. Sie wascht dort alle ut, allen Stoff. Sehr kracht wie dort. Dann sagt sie den Mäblen alle trägt, sie mögt sie baden an alles schön frisch ab. Dann noch die nächste Stube, so ein Tag nach dem anderen. Sie hofft, wann die kommende dort wenigstens wird so lang wachsen, was sie ihr Hüs reit haut. Sie wissen nicht kracht, wann er die wird kommen, aber sie hat den Totem ungefähr gehirrt. Und zuletzt ist sie dann bei der ganz feste Stube, wo sie dann ein Eten deiden, ein Eten merken und so was. Und diesen Morgen, das ist Lothar am Hof, die sind auch kalt, das Wasser sitzen mit so bröschlich. Dann merkt sie sich, wo der Reiten fängt, um die Flur reinzuwaschen in die letzte Stube. Und dann denkt sie so, wenn ich das nicht habe, dann soll mein Hüs reit sein. Für meinen Ghost, was ich erwarten darf, die himmlische Brigung, von dem mir gesagt wurde, die wird an diesem Tag kommen. Sie hat die Flur noch nicht ganz rein, dann puttert es ohne der. Na, hier, als er das, ich sag, noch nicht reit. Aber sie hat merkt, ob, steht dort ein älterer Mann, mit sehr zweien die Kleider, die Schau sind zu zweit, und die Teilen endlich rüttchecken. Und den Mann, dem kommt dort kalt für, der sagt, früh kann ich bei dir mit den Nennen kommen und mich abwärmen. Ich sag, dann war ich hier durch diese Staud und mich hubbert so, mich frisst und mich hungert. Ach jo, sag ich dir früh. Das Leichte würde ich jo sein, aber das wird von dir nicht gehen. Ich lühe nur sehr berühmte Jast. Und ich habe mein Hüß meist reit, wenn du kost ein paar der Lothar gekommen sein, da würde ich sagen, das wird gehen, aber von der wird es sicher nicht gehen. Vielleicht fängst du bei der Nova Gelegenheiten an zu kommen. Ich habe sehr gute Nova, ich glaube, die würden dort daunen. Dann merkt sie der Tau und der Mann, der kickt da noch so betriebt an. Dort ist einfach aus, wenn er dort durch ihn lief, bei ihm hört jetzt. Und dann geht die Wache. Und dann denkt sie so, ich soll dem vielleicht hingehen gehen und rufen dem Träger. Aber ach, den Obersch war ja dort all daunen. Dann merkt sie wieder erdrein und sie hat eingeriert zum Backen. Aus der Dicht dann reit ist, dann sagt sie, die Zweibach ist auf der Plot. Dann sie rechnet doch darauf, dass wenn das himmlische Brigam wird kommen, dann wird es so sein, als sie einmal gelesen hat in der Bibel. Die haft jedoch bei so vielen verschiedenen Menschen, wo die erst eingekehrt, da haft die auch gegeten mit der Tod. Und sie hofft, sei ja, die wird auch bei ihr wollen eten, aber sie will bloß der ganz schönste Zweibachtjes Reit haben für den. Ich sagte die auf der Plot, und dann, als sie dann damit reit ist, dann hat sie Mittag allein, dann haft sie groß gegeten, dann klappert es ohne der. Sie geht und kickt und dann steht da eine Früh mit einem kleinen Kind auf dem Ohren. Das ist auch ganz derliche Nacht, wie es hat angefangen mit Schneien und Rehen da mank. Das ist so reich, hubrig. Die arme Früh, die frisst, die sattert, die flautert. Und dann fragt die Früh, kann ich hier hineinkommen? Mein Baby, das ist ganz naut und ich lebe dort erst rein. Ich möchte hier und dort wo handeln, dass ich dort kann reinmerken.
ein Dreh merken. Ich habe noch was drehe Kleider in meine Tasche. Und ich sah auf dem Weg wieder, ich mocht bloß, dass ich dort hier kon vielleicht daunen. Ach, früh sag ich, ich habe meinen Dash rot reingemerkt, wenn die Zwiebelkis erst gehen sind, dann will ich die da abstelpen. Das wird nicht gehen von dir. Die Wurstmatten vielleicht oder noch was gehen. Hier an dieser Gasse sind viele gute Lieder. Ich glaube, die Wurst da bald, wo er steht, fängen. Vielleicht, wenn du das nächste Mal kommst, aber das Mal wird es nicht kommen. Dann merkst du der Tau und die arme Früh, die kickt er so betriebt an, dort schnitt er weiter so durch im Hort. Sie weiß, ich mein's nicht rot, so ist der Herr ankickt. Dort geht dir nicht lang, dann hast du da weiter von verjährten mit all ihrer Trockigkeit und als sie ihr gebackt habt, die Zwiebelkis liegen auf dem Dach und das ganze Haus da direkt über so schein. Dann freut sie sich, dort haft mir so gelacht mit mein Gebacknis. Dort wird dem himmlischen Brigum sicher Säue gefallen. Dann kickt sie mit einmal in ihren Ofen und dann setzt sie die haft hier über noch ein paar Plaken. Wo hab ich den aber noch könnt ihr singen? Das geht ihr doch nicht. Dann um Ofen kickt doch allemal das Erste. Dann wird überschwemmt Wasser geholt und Seib und dann wird der Ofen reingemerkt. Und alle Kant und alle Art. So, sag ich, das soll gut sein, wenn der Jast kommen. Dann will ich mich auch nicht schämen, ich will froh sein. Na ja, das geht nicht lang, dann fangt sie an zu kicken. Das wird sich ja auch meist ein bisschen schämmer, das will dies da worden. Die der sind also kalt, sie hat jedoch bald nicht, wo die all kommen. Dann puttert das ohne der und dann freut sie sich, das wird er sein. Sei jetzt, schwind nur der der. Kickt noch schwind nur ihr Schalduk aus der Druckereien essen alles. Und als sie der aufmerkt, erst du aber nicht die Brigam, wo sie haft ab die Rechte, die himmlische. Da steht bloß ein Märchen, so ein 12-jähriges Mädchen. Die ist boft, die hat keine Schau an. Die Kleider, die sitzen so ganz durchgesubbert von dem Rehen. Ach, das sieht einfach sehr jammerlich. Und ich kriegt er so betriebt an und dann sag ich sie, mi frisst und mi hungert. Und ich hab keine Städte zu nachten und es meist dies da. Kann ich hier hinkommen und mi aufdrehen und vielleicht hier nachtblieben und was zu essen kriegen? Ach, Leibetchen, sag ich sie, mi jammert es so an die. Ich mach das hier und da, aber ich hab mein Haus gerade reit für ein sehr berühmter Gauss. Für den himmlischen Brigam habe ich dort Hüsreit gemerkt. Und ich möchte dort über so jeden von dem so reinholen. Ich glaube, der wird von der noch kommen. Das wird sicher nicht gehen. Aber wenn du wieder jetzt hier sind so viele gute Lieder in dieser Stadt. Ich denke, du wirst noch wo du steht fängen. Wenn du die Spoten lässt, eier das dieser Wort. Das checkt dort ohne Kind auch so betriebt an und das geht auch weiter so der. Aber sie merkte, der Tau. Und sag ich, das ist doch wunderbar, dass an einem Tag mit einmal so viele Menschen kommen, wird er not sein. Ich dachte nicht, dass wir hier so viele arme Horden überhaupt. Und dann wäscht sie noch das letzte Bitte ab wieder der und dann lührt sie und lührt. Nun soll die doch kommen, die Tag ist gemeisterig. Damit hört sie, da wird gesungen. Sie kickt zum Fenster rüt, dann setzt sie die himmlische Brigam, die geht rot bei ihr Haus vorbei. Und das war eine ganz kleine Gruppe Menschen rund am Armen, die singen da Halleluja, Halleluja. Dann sei er rüt, aber bosig, dann verjagt sie immer Rock und alles. Und dann raubt sie dem Hänger an und dann sagt sie, hier sein ich, hier wohne ich. Du bist mir vorbeigegangen. Die Brigam, die hält still und kickt sich an. Dann kickt er an und dann sagt er kann die Sache nicht. Aber jo, sag ich, du kannst mich gut. Ich hab so reid gemacht für dich, ich hab immer für dich gelebt. Ich hab immer geprüft, dass ich nur die will lüren. Und ich hab mein Haus so reid gemacht und so rein. Ich lüre so nur die, die sonst kommen. Und das ist das Haus, du wirst da bloß rot vorbeigegangen. Ach, früh, sag ich da. Und dann kickt er an und dann sitzt er dort sind die Ohren. Wird er so durchschnitten, wird er hart. War da, wo geht es über. Und da sagt der Heiland, dreimal sind ich von der und die der hier warst. Und dreimal passt die dort nicht. Du hast nicht Zeit,
oder die was der Flur nicht ries haben die mehr, oder die jammer dort nicht sei ja noch, aber je noch dreimal am Tag wir ich da, an diesem Tag. Ich will bei dir hinkommen, aber du setzt auf Post nicht, nicht das Mal. Du wirst machen, wiedergehen, so setzt du dreimal zu mir. Nun kann ich nicht anders als ich muss sagen, ich kann die nicht. Dann dreht er sich wach und dann sind die Menschen wach. Dann macht er so ohne früh, beschämt zurückgehen, zurückbleiben. Was macht er alles an, der ich im Hort gegangen habe, uns nicht denken. Aber wie weit ein Eindenk, der Heiland, der kämpft. Und der kämpft nur in jedem einen von uns. In einem Tag, wo wir auch mal verarmt stehen, wird er dann sagen, so ist die Bibel sagt, was ihr getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Aber was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringen, das habt ihr mir auch nicht getan. Der wird worden, sei er schwor, seinen zu nehmen. Aber dort wird so seinen, so sagt die Bibel uns. Möcht wie alle dort nu vorwärts kicken, nur die Zeit, wenn der Heiland uns rauben wird. Wird uns heute auch bloß so seinen mit bittersten Sachen, befleckt aus dieser Früherd, die du sehr gut meinen wir, ob er lebt, sei gewandt dort mit den Heiland sind gefallen, weil sie bloß tätliche Sachen rein mögen, so wieder, und heute ob er nicht ewig für dich, die du so arm wären. Wir du leib an der Früherde doten, es du Liebe an unsere Doten, was wir an unserem Nächsten üteiben. Der Heiland sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Habe dort erfällt oder selber viel schuldig geblieben. Und denken an die Wirt, wo der Heiland sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist unser Hoffnung, ob das will wir bühen, aber nicht ob tätliche Sachen. Dann wird es alle gut worden, dann wo wir können sein, komm Herr Jesu, wir sind bereit.